So, dann herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in dieser Woche beim JFT Live Trading TV. Hier gibt es jetzt einen kleinen Rückblick bzw. Ausblick auf die nächsten 4 Stunden noch, was der US-Markt dementsprechend noch auf das Parkett zaubern sollte. Denn zum Glück können heute die Kurse eben anziehen. Und daraus könnten sich jetzt dann doch noch, wie erhofft, einigermaßen passende Wochencandles ergeben. Fangen wir jetzt hier erstmal beim S&P 500 an, der breit gefächerste Markt. Und ja, wenn wir jetzt die vielleicht rückblickend in ein, zwei Monaten oder sowas sieht, dann könnte es womöglich sein, hier in der Woche, wo ich ja nicht immer noch optimistisch war und bin, eventuell die besten Kaufkurse waren eventuell hier dann da. Also minimal lief er ja hier unter das Tief drunter, der Parkett, und da fanden sich eben sofort Käufer. Und hier ist ja noch der ganz normale EMA 200, lief hier entlang im Wochenchart. Kam also auch wieder zurück in den Trendkanal, in den Unterstützungsbereich, über den Monatswiderstand. Wir haben zwar noch nicht einen Monat rum. Also von diesem Chartbild, was jetzt im Moment eben aussieht, passt es. Und wir sind eventuell gut vorbereitet für die nächsten ein, zwei Wochen oder auch von mir aus nur die nächsten 5 Tage, wer weiß das schon. Aber dass steigende Kurse jetzt im Wochenanfang gut möglich sind, zeigt auch dann der Ölpreis. Der konnte jetzt hier heute auch 7% zulegen. Beim Nasdaq, da schauen wir erstmal auf den Stundenchart. Wie oft hat er jetzt hier mit einem Gap eröffnet? Das Gap wurde dann geschlossen. Zwar nicht exakt, aber eine Verbindung wurde dargestellt. Diese Trendlinie hat er durchbrochen, scheiterte aber exakt hier an dem EMA 50. Exakt an der 4020er Marke. Hier ist jetzt natürlich extrem wichtig, dass er natürlich über diese Marke jetzt auch ein paar Stunden Schlusskurs kommt, und was jetzt dem Moment jetzt 18 Uhr nicht der Fall ist, weil es geht eben leicht zurück. Das ist auch außerdem auch 15 Minuten Zeit verzögert. Aber dann eben, und es wird auch zur Wochenkerze dann passen, dass wir noch die nächsten 4 Stunden leicht, muss gar nicht besonders stark steigende Kurse sein, aber ja, vielleicht eben 4030 wäre schon auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Im Tageschart sieht es eben so aus, da war ein etwas anderer Widerstand mal angedacht, der leicht unten liegt, aber das ist ein Daily. Jetzt halt wird es Widerstand, damals Unterstützung. Man sieht halt hier, ist er abgeprallt. Auch da wäre es eben schön, dass er jetzt über diesen Widerstand jetzt schließt. Und ab 40 würde er jetzt schon hier auf die Unterkante dann treffen. Aber auch hier gesagt, dass hier im Future war hier ein tieferes Tief. Diese Bewegung könnte eben zu Ende sein. Und auf diese Bewegung dann eine Erholung folgen, die vielleicht eben nur auch bis 4130 etwa geht, ja, 120. Aber eben höher als jetzt. Was haben wir hier noch? Eine Amazon schauen wir mal an. Da passt es soweit auch. Scheitert jetzt eben am Daily Widerstand, an dem Hoch im Nasdaq, wo ja auch da kein Kaufsignal ein neues zustande kam, eine Google oder Alphabet Aktie, ja, die sieht jetzt hier, hat sogar bis jetzt eine schwarze Kerze, aber das Kauflimit war bei 6,75, sind jetzt hier halt nur rund erstmal 10 Euro und was haben wir noch, wo ist noch versteckt,
Ach, die Apple war es noch. Ja, die läuft schon länger. Die Wochenkerze sieht jetzt zwar nicht, jetzt nicht im Moment, aber es könnte Inverted Hammer halt sein. Soll definitiv kein neues Tief machen, wenn dann eben nur minimal. Also bleibt weiter hier die 92. Sehr wichtig, dass die auf Tagesbasis und auf Wochenbasis eben nicht verletzt wird. Und da vielleicht News rauskommen, wegen vielleicht iCar oder sonst was, dann sollte hier wirklich mal wieder Schwung reinkommen. So, und zum DAX schauen wir erstmal das, was mich jetzt die Woche am meisten geärgert hat, war der Bund Future. Als es eben hier runterging auf 65. Ja, oder war es ein Stück höher? Ach, ist ja egal. Jedenfalls, das Kauflimit wurde wegen 6, 7 Pips nicht erreicht. Der Rücklauf lief nur an die 165, 86 ran. Also waren 6 bis 8 Pips oder 8 oder 9 Pips zu dem Verkaufslimit. Und alleine von der Zählweise war für mich fast, aber natürlich ist alles nicht immer hundertprozentig klar, aber hier habe ich ja extra betont einen Top und das Top war dann wirklich da und konnte jetzt hier eben leider per hier Live-Trading eben war das Kauflimit ärgerlicherweise wegen ein paar Pips zu hoch. Und hier wären dann, lassen wir mal das Tief weg, eventuell hier an der Unterstützung wären 150 Pips gewesen. Und Risiko waren eben die 40, war ja also 1-3R-Trade gewesen, sowas. Aber gut, ja, hinterher trauern kann man kurz. Nächste Woche ergibt sich bestimmt neue Gelegenheiten. Denn wenn man jetzt hier sieht, Aufwärtstrend ist noch intakt. Aber wenn jetzt die Aktienmärkte nach oben gehen sollten, dann wird auch der Bund eher leicht zur Schwäche noch neigen und ja, hier vielleicht womöglich ein Top der Ewigkeit markiert haben. Klar, jetzt vielleicht zu früh das zu behaupten, aber deswegen behaupte ich es auch nicht, deswegen sage ich auch nur vielleicht. Also, aber Möglichkeit wäre es. Aber es sieht hier im Stundenchart, 4-Stunden-Chart ist also eine Kerze, die man sich eben dann wünscht. Tagesbasis genauso. Also auf allen drei wichtigen Ebenen eindeutiges Topping, eine eindeutige Topping-Kerze. Was will das Trader-Herz eigentlich mehr dann? Leider eben das Limit bei dem Rücklauf nicht erwischt. So, beim DAX. Wo ist jetzt hier das DAX? Hier ist das DAX-Setup. Das, was heute eben aktiviert worden ist, genau genommen hier wegen 0,5 Pips rein. Da war ich eben auch nicht am Rechner. Aber ich habe ja auch geschrieben, besser theoretisch erst per Schlusskurs. Aber man sollte es da nicht so genau nehmen. Wenn man jetzt hier sieht, Schlusskurs, wären wir erst hier eingestiegen. Also ist im Prinzip eh das Bessere, auf zwei Positionen zu nehmen. Einmal direkt, einmal vielleicht auf Schlusskursbasis. Hat man dann einen Mischkurs. Mal kommt man eben nur mit einer Position rein, wird man dann vielleicht ausgestoppt. Also ein unglücklich eingestoppt, dann eben ausgestoppt. Aber man ist eben nicht mit der vollen Position dann dabei und hier hätte man jetzt eben einen Mischkurs von rund ja, 25, 30 oder sowas ergattert. Jedenfalls die Position läuft noch, der Stopp wurde angehoben, hier wurde ein Tief bei 62 erreicht, Stopp war bei 60 und der Schlusskurs lag eben jetzt bei 8.967. Das Gap ist noch nicht geschlossen worden. Müsste man kurz mal auf die Indikation umstellen, wo er jetzt gerade aktuell steht. Was haben wir hier? 15 Minuten. 18 Uhr. Das Top habe ich noch mitgekriegt. Ja, 35, also leichte Minus. Aber es sollte eben mit den US-Indizes nicht mehr groß eben abfallen. Schauen wir hier kurz.
Es geht schon lange, kurz ist ein gutes Wort. Schauen wir eben hier kurz auf den, auf die Wochenkerze. Die ändert sich ja jetzt nichts mehr auf Xetra. Was habe ich heute Mittag noch gesagt? 9000 Punkte. Ein 8900 Punkte. Nein, ich habe 9000 ja gesagt. Jetzt weiß ich es. 9000 Punkte wäre gut. Ein Traum wäre sozusagen 9100 Punkte. Jetzt ist es halt leicht errundet gewesen, aber mit der Kerze kann man auch was anfangen. Auch hier wurde das untere wegen 20 Pips nicht erreicht. Dann wären hier der 3-Phasen-Trade, wären zwei Positionen drin gewesen. Der eine ist hier ein Standalone-Trade gewesen. Da werde ich am Montag den versuchen, auf Einstand vielleicht zu bringen. Aber aktuell bleibt der Stopp hier. Gehen wir noch kurz zu den Setups, was ja auch die ganze Woche beobachtet worden ist. Eine Buyer. Das Bild sagt eigentlich alles aus. Mit der kann man arbeiten, mit der Wochenkerze. Bei Daimler sieht man ja sowieso. Hat echt den SMA 200 zurückerobert. Um das ging es ja die ganze Woche. Wie gesagt, Wochenkerzen muss man natürlich auch dann bis zur Woche abwarten. Hier, Allianz ist durchgebrochen, da wäre es schöner gewesen, hätte hier oben gehalten bei 133, 32 rum. Aber die waren auch noch alles so eingezeichnet. In den unteren Phasen, unteren Ebenen kann man hier auch was fertig zählen. Also kann man auch den Stopp minimal auf das untere Tief oder direkt an das Tief setzen. Siemens an dem, wie gesagt, am Wochen-, am Monatswiderstand geschlossen. Ein SAP, die hätte hier wirklich hier oben schließen sollen. Aber gut, hier ist nicht so viel. Noch nicht so viel. Das Chartbild passt noch auch. Da ist noch alles möglich. Jetzt bin ich mal gespannt, wo eine BASF dann geschlossen hat oder wie die Kerze aussieht. Den Monatsunterstützung war benannt. Passt soweit. Und noch die Telekom. Hat sich tatsächlich zurück in die Unterkante, also in den Rainbow zurückgearbeitet. Nicht ganz das untere Limit erreicht, der Wolkenunterkante auf Wochenbasis. Also ganz eindeutig, jetzt war, ist es wieder länger geworden als gedacht. Wer noch da ist, den wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Und wir hoffen dann eben auf steigende Kurse. Und die Chartbilder würden das auch hergeben. Das war jetzt ja die ganze Woche drauf ausgelegt, tief, sage ich mal, zu finden, zu handeln und darauf eben dann aufbauend einen Swing Trade zu starten. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.